So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und ja, wir haben ja letztens erst die Folge gemacht, die beste Pfanne der Welt. Jetzt müssen wir theoretisch die Folge machen, die beste Cola der Welt oder die türkischste Cola der Welt, keine Ahnung. Aber noch ganz kurz, warum sitze ich nackig hier? Wieso habe ich Sonnenbrand? Wieso bin ich eigentlich so betrunken? Ich habe ja den ganzen Juni nichts getrunken, heute habe ich ein Video gedreht. Wandern wie Natururin, wenn alles gut klappt, kommt das auch morgen online. Und ich sag mal so, ich bin öfters dann hingefallen, als dass ich gelaufen bin. Und hab am Ende bin ich mit zwei Handys baden gegangen, darunter auch mein Haupthandy. Und das geht jetzt einfach nicht mehr an, ne? Das heißt, ich kann momentan wohl niemanden zurückschreiben und nichts machen. Aber darum geht's nicht. Es geht nämlich hier um diese Cola. Guck dir die doch mal an hier. Memlekede Öztel, Memlekede Gibigützel. Steht auf jeden Fall hier oben dran. Wer weiß, was das bedeutet, der kann es mal in die Kommentare schreiben. Das ist eine Cola Turka. Türkische Cola? 1,5 Liter hat Pupsi mitgebracht, woher auch immer. Wahrscheinlich geht ihr immer sonst wo einkaufen. Hier habt ihr noch so eine Landkarte. Da stehen noch 10 Millionen Städte drauf, die ihr alle nicht kennt. Hier steht Türkiye und die wollen wir jetzt mal probieren. Was ist der Unterschied zwischen einer normalen Coca-Cola und einer türkischen Cola? Einer türkischen? Ich weiß es nicht. Wir nehmen wieder unser Probierglas, wo wir schon die Pfanne eingeschenkt haben. Wir schenken jetzt hier auch die Cola ein. Guck dir das an. Und der Schaum, wieder 10 Tonnen Schaum obendrauf. Wunderbar. Wir probieren einfach mal. Ich dachte erst, das schmeckt irgendwie nach Kräuter. Irgendwie so eine richtige Kräuternote mit einer Cola-Note im Nachhinein. Aber ich glaube, das habe ich mir nur eingebildet. Vielleicht sind meine Geschmacksnerven auch heute flöten gegangen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Lesen kann man auch nicht wirklich was, was da jetzt so draufsteht. Deswegen egal. Mit Zuckern. Brennwert vermindert, weniger Zucker. Mit Zuckern und Süßungsmitteln. Keine Ahnung. Einfach türkische Cola, genau. Cola Turka, die beste Cola der Welt auf jeden Fall, muss ich reinschreiben. Das gibt bestimmt wieder Aufrufe. Einfach nach der besten Fanta der Welt gibt es die beste Cola der Welt. Ich glaube, wenn ich die jetzt austrinke, hat Pupsi nichts mehr davon. Oh, so in einem Gläschen ist es eigentlich recht angenehm. Also zum Brandlöschen. Wir machen das jetzt einfach mal zu. Ihr seht hier oben auch nochmal den Deckel. Ne, Cola, Turka. Wir können auch noch mal direkt auf die Flasche drauf filmen kurz, dass ihr das seht, wie die ausschaut hier. Cola Turka, Memlekette Özel, Memleket Gibigülets. Dann hier 50,7 Flotz. Hier ist so irgendwie so eine Kalle, Ankara. Okay, kennt man. Komischerweise steht ja trotzdem Deutsch drauf. Und zwar Cola Turka, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk, Brennwert vermindert, weniger Zucker mit Zuckern und Süßungsmitteln, Zutaten, Wasser, Fructose, Glukosesirup, Fructose, Kohlendioxid, Farbstoff. Ah, da, die schnüffelt da meinen Fuß rum. Pfand gibt's auch und dann sind wir schon wieder vorne angelangt. Sehr schön. Das war's aber jetzt. Adi! Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.